Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gäste, herzlich willkommen zu unserem fünften Online-Seminar zum Thema How to Restart, wie Unternehmen sich nach der Krise besser aufstellen können. Heute mit dem Thema operative Prozesse und Digitalisierung. Wir haben uns in den letzten Wochen mit den Themen Sourcing, Supply Chain und Liquiditätsmanagement beschäftigt. Heute soll es um das Thema operative Prozesse gehen und wie man sie durch Digitalisierung krisenfester machen kann. Hierzu freue ich mich, dass zwei meiner Kollegen, Thomas Brunner und Bert Kuipers, uns in der nächsten halben Stunde durch dieses Thema begleiten werden und Dinge vorstellen werden, von denen wir hoffen, dass sie sehr interessant für Sie sind. Vielleicht kurze Informationen zum Housekeeping. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Im Panel, im GoToWebinar-Panel, haben Sie die Möglichkeit, diese Frage zu stellen. Wir werden nach der Präsentation diese Fragen dann gesammelt beantworten und ja, hoffentlich am Ende alles beantworten, was Sie so tatsächlich interessiert. Wie gesagt, das Webinar wird etwa eine halbe Stunde dauern, 10 Minuten Fragen, sodass wir also so etwa 15:40 Uhr fertig sein werden. Bitte ganz kurz weiter. Ja, vielleicht eine ganz kurze Vorstellung von Expense Reduction. Mein Name ist Volker Worringer. Ich bin 10 Jahre jetzt bei Expense Reduction. Expense Reduction selber ist eine der größten Mittelstandsberatungen in der Dachregion, in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und darüber hinaus auch in 40 weiteren Ländern. Wir sind schon 1992 gegründet worden, sind weltweit tätig mit über 800 Beratern, von denen wir oder die jeweils eine sehr große Berufserfahrung mitbringen. Wir sind in der Dachregion knappe 200 Leute. Davon sind etwa 150 Berater, die im Dienste unserer 2700 Kunden stehen, bearbeiten regelmäßig um die 1500 Projekte und schreiben regelmäßig zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde Euro pro Jahr aus. Ja, wir sind, wie gesagt, weltweit tätig, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Und Teil der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in der Zukunft wird es sein, wie sie sich digital aufstellen, wie man Prozesse digitalisiert, wie man digitale Tools in den Unternehmensalltag integriert. Und darum soll es heute gehen. Ich freue mich sehr, das Wort an meine Kollegen übergeben zu können, Thomas Brunner und Bert Kuipers. Und ja, ich werde so lange Ihre Fragen entgegennehmen. Und diesbezüglich, Thomas, ihr habt das Wort. Ja, Volker, vielen Dank für die Einleitung. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Online-Seminar. Mein Name ist Thomas Brunner. Ich bin Seniorpartner von Expense Reduction Analyst, seit mittlerweile 10 Jahren bei ERA dabei. Und eines meiner Schwerpunktthemen ist das Thema Prozessoptimierung und Digitalisierung. Und ich bin in diesem Zusammenhang auch Mitglied im Kernteam Digitalisierung von Expense Reduction Analysts. Ja, guten Tag. Mein Name ist Bert Kuipers. Auch ich bin Partner bei Expense Reduction Analyst seit 14 Jahren mittlerweile. Im Digitalisierungsteam arbeite ich zusammen mit meiner Kollegin Frau Janssen und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit den Themen die Digitalisierung von Ein- und Ausgangsrechnungen. Aber heute sprechen wir über das Thema Digitalisierung von operativen Prozessen. Und in diesem Webinar möchten wir Ihnen eine Übersicht verschaffen, über welche typischen Probleme und Herausforderungen, die wir immer wieder vorfinden, wenn es geht um die Digitalisierung von administrativen Prozessen. Ja. Auch zeigen wir Ihnen, welche Bezugsrahmen wir entwickelt haben, um diese administrativen Prozesse zu analysieren, danach zu optimieren und dann durch eine weitgehende Automatisierung und Digitalisierung dann letztendlich auch krisenfest zu machen, was in dieser Zeit natürlich sehr wichtig ist. Als Beispiel für diese Vorgehensweise zeigen wir Ihnen jetzt dann gleich auch zwei sehr spannende Fallbeispiele. Beide Projekte wurden noch vor die Corona-Krise und die ganze Lockdown-Situation umgesetzt. Und die haben sich in den letzten Monaten wirklich als robuste und krisenfeste Prozesse bewiesen. Die Kunden sind sehr zufrieden darüber. Und am Ende geben wir Ihnen dann nochmal eine Übersicht von einigen bewährten Schritten und ein paar Empfehlungen, wie Sie eigentlich Ihre eigene digitale Transformation vorantreiben können. Jetzt erstmal ein Blick auf die typischen Herausforderungen von mittelständischen Unternehmen, wenn es dann um operative Prozesse geht.
Ja, lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf ein paar typische Probleme in operativen Prozessen, wie wir sie in mittelständischen Unternehmen immer wieder vorfinden, werfen. Natürlich aufgrund unserer Herkunft als Expense Reduction Analyst haben wir immer so ein bisschen auch die Einkaufsbrille auf. Und es ist ganz klar, wenn wir jetzt gemeinsam durchgehen, dass sich diese Probleme, die wir unabhängig von Krise finden oder feststellen, natürlich in einer Krise auch weiter potenzieren. Wenn man sich, sage ich mal, außerhalb der Krise befindet und zusammenarbeiten kann, sich tatsächlich im Büro sieht, dann kann man für viele Probleme Workarounds finden und sich abstimmen, kurz auf Zuruf. Wenn man jetzt ortsunabhängig oder virtuell zusammenarbeitet, wie es jetzt während der Corona-Krise der Fall war oder auch noch der Fall ist, dann wird es natürlich ungleich schwieriger für diese Probleme, auch die entsprechenden Workarounds zu finden. Diese Punkte, die wir Ihnen jetzt vorstellen, die können Sie sozusagen auch als eine Art Checkliste verwenden und Sie können auch mal reflektieren, ob Sie diese Themen vielleicht bei sich im Unternehmen feststellen, ob Sie sich da angesprochen fühlen. Und wenn das der Fall ist, ist es natürlich auch gleich ein Ausgangspunkt dafür, um erste Optimierungsansätze zu finden oder Ansatzpunkte für Prozessverbesserungen und einfach mal reflektieren, finde ich mich da wieder oder finde ich mich da nicht wieder. Häufig stellen wir fest, dass es im Unternehmen suboptimale Prozesse gibt, gerade im Einkauf. Das heißt also, dass beispielsweise jedes Einkaufsthema einen eigenen Prozess hat. Das heißt, Büromaterial wird anders eingekauft als C-Teile. Das wird wiederum anders eingekauft als Telekommunikation oder IT-Produkte. Das heißt also sehr viel Individualität, weil Dinge auch sehr oft historisch gewachsen sind und keine systematischen oder bewusst geplanten Prozesse dahinter liegen. Das heißt also, auch die Prozesslogik ist zum Teil nicht gegeben, weil sich einfach Dinge eingeschliffen haben. Wir haben also mal einen Kunden gehabt beispielsweise, da haben wir festgestellt, dass der erste Genehmigungsprozess eines Einkaufsvorgangs dann stattfindet, wenn die Rechnung abgezeichnet wird. Es ist natürlich auch klar, dass das viel zu spät ist und aus Sicht des Einkaufscontrolling oder einer Optimierung ist dann natürlich das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen, weil der Prozess häufig oder der Vorgang gar nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Häufig finden wir auch Medienbrüche, das heißt Projekte oder Prozesse, Einkaufsvorgänge starten auf Papier. Es gibt eine papiergestützte Bedarfsanforderung. Da wird dann daraus vielleicht ein E-Mail produziert, dann werden die E-Mails wiederum in Excel-Tabellen eingegeben. Das heißt also, man kommt von analog zu digital und kommt dann vielleicht auch wieder zu dem Zeitpunkt, wo Sachen ausgedruckt werden, also wieder bei analogen Medien. Das heißt also, sehr häufig ist da keine Durchgängigkeit gegeben. Damit einher geht auch häufig das Thema, dass viele Tools eingesetzt werden, die nebeneinander stehen. Das heißt Insellösungen, Tools, die nicht miteinander interagieren, nicht in Interaktion stehen. Ein Kunde hat uns beispielsweise mal sehr selbstkritisch mitgeteilt, er bezeichnet sich als der Weltmeister im Einführen neuer Tools, aber die Tools sprechen nicht miteinander. Dass das dann natürlich auch sehr schwierig ist und nicht optimal ist, ist naheliegend, weil letztendlich kommt es dann auch zu sehr vielen redundanten Tätigkeiten. Das heißt, Dinge, die in einem Tool begonnen werden, müssen in ein anderes übertragen werden. Manchmal dienen bestimmte Dinge einfach auch nur als Nachschlagewerk, um Preise anzusehen. Dann werden aus Online-Shops Bestellungen in SAP eingegeben, etc., etc. Das heißt, da sind sehr viele Redundanzen, sehr viele Mehrfacherfassungen von Vorgängen, von Daten gegeben, was natürlich auch letztendlich den Prozess verlängert, die Durchlaufgeschwindigkeit deutlich reduziert und insgesamt Prozesskosten erhöht. Was dann damit natürlich auch noch verbunden ist, ist, dass die Konsistenz der Daten nicht mehr gegeben ist und die Transparenz nicht mehr gegeben ist. Hohe Fehleranfälligkeit durch die Mehrfacheingaben. Und wenn man sich dann mal aus Einkäufersicht oder als Controller vorstellt, man möchte einen Überblick haben über die gesamten Vorgänge, über die gesamten Geschehnisse, beispielsweise wie viele Lieferanten, wie viele Bestellvorgänge etc., dann hat man da überhaupt keine Möglichkeit, sauber eine Analyse in vertretbarem Zeitaufwand zu fahren. Oftmals müssen dann Finanzbuchhaltungsdaten sozusagen vergewaltigt werden, weil die sind dafür ja eigentlich gar nicht gedacht und man versucht dann mit großer Mühe die entsprechenden Erkenntnisse oder Daten
und Fakten abzuleiten. Wir haben auch festgestellt, und das ist auch ein Thema, das beispielsweise in der Corona-Krise schon dann zu einem großen Problem wurde, dass auch Digitalisierung nicht sehr weit vorangetrieben ist. Und da gibt es ein ganz einfaches Beispiel, das wir sehr häufig bei unseren Kunden gehört haben, nämlich wenn es dann darum ging, während der Corona-Zeit einfach Rechnungen abzuzeichnen, die beispielsweise papierhaft im Unternehmen ankamen. Da mussten tatsächlich dann Mitarbeiter ins Unternehmen fahren, um die Abzeichnung vorzunehmen, um den Prozess der Bearbeitung, der Freigabe, Freizeichnung und Bezahlung weiter am Leben zu halten. Und das ist letztendlich darauf zurückzuführen, dass die Unterstützung oder die digitale Unterstützung und die damit verbundenen Möglichkeiten nicht gegeben waren. Insgesamt führt das letztendlich diese Fakten, die jetzt natürlich auch noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben, aber unserer Ansicht nach sehr wichtige Aspekte darstellen, dazu, dass einfach Prozesse nicht optimal durchlaufen und dass da erhebliche Optimierungsansätze und letztendlich Produktivitätspotenziale drinstecken. Jetzt haben wir uns gedacht, wie kann man da rangehen und wie kann man diese Probleme heben und haben dazu einen Bezugsrahmen entwickelt, den wir Ihnen jetzt so selektiv und auszugsweise aufbauen möchten. Dieser Bezugsrahmen ist für uns auch der Ansatzpunkt, einfach die Optimierung voranzutreiben und die Performance in den Prozessen deutlich nach vorne zu bringen, um dann auch die Voraussetzungen für eine Digitalisierung oder eine digitale Transformation zu schaffen. Für uns ist es wichtig, dass wir hier einen zweistufigen Prozess angehen. Das heißt, wir sehen uns als erstes mal an, sind die Prozesse jenseits einer möglichen späteren Digitalisierung aktuell überhaupt schon optimal oder sind sie vielleicht ausbaufähig oder optimierbar? Für uns ist es nämlich ganz wichtig, dass wir erstmal einen guten und sauberen Prozess haben, bevor wir diesen digitalisieren, weil wenn wir einen schlechten Prozess haben, dann haben wir am Ende des Tages nur einen schlechten digitalen Prozess und das ist auch nicht das, was wir uns vorstellen oder was das Ziel ist. Insofern ist für uns immer der Ausgangspunkt der Prozess an sich, den wir untersuchen und im zweiten Schritt beschäftigen wir uns damit, diesen Prozess gegebenenfalls dann mit digitalen Tools zu unterstützen. In unseren Überlegungen ist immer ein generischer Procure-to-Pay-Prozess Ausgangspunkt unserer Überlegungen und Sie sehen hier schon mal die wichtigen Schritte, die so in den Unternehmen und auch in allen möglichen Einkaufsbereichen immer wieder auftreten oder vorkommen, aufgeführt. Es geht immer um den Bedarf und eine Genehmigung, eine Bestellung, einen Wareneingang und am Schluss um einen Zahlungsverkehr und gegebenenfalls auch nochmal Analysen. Wir wollen uns aber grundsätzlich nicht nur darauf beschränken, diesen Procure-to-Pay oder Einkaufsprozess zu betrachten, sondern unser Bezugsrahmen ist weiter angelegt. Das heißt, wir haben noch sehr viele flankierende Themen, die wir in unseren Projekten immer wieder betrachten. Da haben wir beispielsweise Einkaufsthemen. Das heißt, man kann ausgehend von unserem Prozess sich Gedanken machen, beispielsweise über Travel Management. Wie kann man Reisekosten oder Einkaufsvorgänge in diesem Bereich digital oder optimieren und digital unterstützen. Wir können dann auch in das Thema Longtail reingehen. Das heißt, da geht es um die C-Teile, um sozusagen das lange Ende der Einkaufstätigkeit. Viele, viele kleinteilige Produkte oder Artikel, die aber dennoch einen erheblichen Ausgabenanteil machen, wo die Optimierung sehr schwer fällt. Und Digitalisierung ist hier auch ein ganz wunderbarer Ansatzpunkt, um Prozesskosteneffekte zu heben und zu realisieren. Wir haben vorher schon bei den Problemen angesprochen, redundante Tätigkeiten. Hier ist beispielsweise RPA, Robotic Process Automation, ein sehr guter Ansatzpunkt, um manuelle Tätigkeiten, insbesondere wenn man auch relativ viele Insellösungen hat, wo manuelle Daten von einem System ins andere übertragen werden müssen oder immer wiederkehrende Vorgänge, können durch RPA wunderbar automatisiert werden und auch digitalisiert werden. Und ein weiterer wesentlicher Aspekt, wir haben es vorher auch schon angesprochen, bei der Konsistenz der Daten ist das Thema Business Intelligence.
wenn es darum geht, Daten einfach transparent und als Entscheidungsvorgabe oder Vorlage aufzubereiten für Konditionsgespräche, für Optimierungen im Artikelstamm, den man täglich beschafft. Und es kann so weit gehen, dass man auch letztendlich die Prozessoptimierung durch Process Mining unterstützt, das heißt Prozesse durch Analyse von Daten transparent macht. Ja, die Optimierung von diesem sogenannten Procure-to-Pay-Prozess, die kann man im Prinzip von verschiedenen Seiten angehen. Das hängt immer sehr stark damit zusammen, wie ist das Unternehmen aktuell aufgestellt. Oft ist schon ein Einkaufssystem vorhanden für die strategischen Güter, worauf man aufsetzen kann. Man kann natürlich auch die ganze Prozessoptimierung, wenn ein gutes Einkaufssystem schon vorhanden ist, von der Buchhaltungsseite vorantreiben. Ja. In vielen Unternehmen sehen wir da, dass schon die ersten Schritte auf dem Weg zur Digitalisierung in den Einkauf gesetzt werden oder sind. Ja. Aber hier geht es dann um die automatische Verarbeitung von eingehenden Rechnungen und das hängt dann meistens noch ein klein bisschen hinterher. Bei vielen Unternehmen, da werden die Rechnungen schon mal eingescannt, wenn die reinkommen, dann digital archiviert. Aber das hat wenig eigentlich mit einer Automatisierung von Rechnungsverarbeitung zu tun. Worüber wir hier reden, ist eine hundertprozentige Automatisierung von allen Eingangsrechnungen, die reinkommen. Egal, ob es jetzt um eine echte E-Rechnung geht oder eine PDF-Rechnung oder eine eingescannte Rechnung. Es geht um die Verarbeitung von diesen Rechnungen, vom Empfang bis Zahlung, ohne dass hierbei jemand manuell noch was zu tun hat. Darum geht es hier bei diesen Prozessen. In diesem Prozess geht es also um das sogenannte Three-Way-Matching, ja, wobei die Bestellung, der Lieferschein, die aus der Logistik kommt und die Rechnung, die in die Buchhaltung reinkommt, miteinander vollautomatisch abgeglichen werden. Und bei einem positiven Match, das bedeutet eigentlich von alles passt, als automatische, komplett ohne manuelle Intervention, Dunkelbuchung bis zur Bezahlung durchgebucht werden. Ja. Bei der Optimierung sehen wir da verschiedene Effekte. Ja. Man sieht Kostensenkungseffekte entstehen, wie zum Beispiel reduzierte Lagerhaltungskosten, weniger Lieferanten. Durch die Harmonisierung von Produkten sieht man weniger Produkte, weniger Vielfalt. Aber man hat auch ganz deutliche Prozesskosteneffekte. Die Prozesse die werden schneller, da werden viel weniger Fehler gemacht und die Mitarbeiter werden wirklich entlastet, durch das überflüssige Schritte komplett eliminiert werden. Anhand von zwei Beispielen möchten wir Ihnen jetzt mal zeigen, wie hier vorgegangen werden kann. Das erste Beispiel stellt Thomas vor. Ja, wie gesagt, nachdem wir jetzt so ein bisschen Einblick oder in die Probleme gefunden haben, unseren theoretischen Bezugsrahmen, der für uns immer als Ausgangspunkt der Optimierung dient, wollen wir das Ganze mal ein bisschen mit Leben füllen und haben zwei Beispiele mitgebracht. Im ersten Beispiel geht es um den Flughafen Hannover. Da konnten wir im indirekten Einkauf die Prozesskosten um 20% in weniger als 12 Monaten senken. Wir dürfen hier das Beispiel nennen, weil hier gibt es auch eine Fallstudie vom Kunden freigegeben, gibt auch Vorträge beim BME-Symposium im vergangenen Jahr. Wir wollen einfach mal ganz kurz aufzeigen, wie sind wir so ein Projekt angegangen, beziehungsweise was haben wir auch vorgefunden, als wir das Projekt begonnen haben. Da war es zunächst so, dass die Prozesse im Einkauf sehr stark noch papiergestützt waren. Das heißt also, es wurden tatsächlich ein DIN A4-Blatt wurde ausgefüllt mit einer Bedarfsanforderung. Dieses DIN A4-Blatt ist dann tatsächlich physisch über den gesamten Campus transportiert worden. Verschiedene Bereiche haben ihre Anmerkungen vorgenommen. Es wurde dann eine Bestellung in SAP erfasst. Diese Bestellung wurde ausgedruckt und der Post an den Lieferanten verschickt. Und wir kamen zu dem Ergebnis, da sind erheblich Ressourcen, insbesondere des Einkaufsbereichs, gebunden, auch durch diverse Genehmigungs- und Compliance-Richtlinien, dass es hier wichtig ist, einfach die Effizienz zu steigern, die Einkaufsabteilung zu entlasten, strategische Freiräume zu schaffen für die eigentlich strategische Funktion des Einkaufs. Und so sind wir das Projekt angegangen. Sie sehen auch hier, dass wir das mehrstufige Vorgehen oder zweistufige Vorgehen aus unserem Bezugsrahmen haben. Zunächst mal ging es uns darum, zu verstehen, wie sieht denn überhaupt die Ist-Landschaft der Einkaufsprozesse oder der Prozesse insgesamt aus. Und um dann in einer zweiten Stufe zu sagen, wo sind Ansatzpunkte für eine Optimierung der bestehenden Prozesse. Und einen dritten Schritt haben wir dann auch
die digitale Unterstützung am Markt ausgeschrieben und angefragt. Bei der Ist-Analyse war es uns wichtig, dass wir alle möglichen Unternehmensbereiche, die irgendwo mit dem Einkauf zu tun haben, mit einbeziehen, mit ins Boot holen, um einerseits eine ganzheitliche Sicht auf das Thema zu erlangen und andererseits auch die ganz wichtigen, das wichtige Know-how, das in der Regel in jedem Unternehmen bei den Mitarbeitern vorhanden ist, einfach mit ins Projekt zu integrieren, um auch dann einen individuellen Prozess für den Kunden zu haben, bei dem sich dann auch alle wiederfinden und damit die nötige Akzeptanz hergestellt ist. Wir haben eine Reihe von Workshops mit verschiedenen Unternehmensbereichen getrennt voneinander durchgeführt, um so eine Art 360-Grad-Betrachtung durchzuführen und haben dann die Ist-Situation dokumentiert, Optimierungsansätze gemeinsam mit dem Kunden auch erarbeitet und dann einen Sollprozess erstellt. Diesen Sollprozess haben wir dann abgestimmt und aus dem Sollprozess haben wir ein indikatives Lastenheft erarbeitet, mit dem wir dann verschiedene Anbieter digitaler Tools angesprochen haben, ein Angebot, einen Lösungsvorschlag zu unterbreiten. Indikativ war uns an der Stelle auch ganz wichtig, um noch Freiheitsgrade sozusagen zu haben und die Flexibilität, gegebenenfalls auch den Sollprozess nochmal an mögliche Tools anzupassen, um an der Stelle die Standardisierung in den Tools nicht zu verlassen und auch Customizing-Aufwand zu vermeiden. Das Ergebnis war dann, dass wir eine Longlist erstellt haben. Aus dieser Longlist wurde eine Shortlist erstellt. Die Unternehmen oder Anbieter auf der Shortlist wurden eingeladen zu zwei Anbietertagen, an denen sie ihre Lösung, ihr Lösungskonzept vorstellen könnten. Und im Ergebnis gab es dann eine Entscheidungsvorlage und der Flughafen hat dann eine Auswahl treffen können, hat sich seinen idealen Partner ausgewählt und ist dann in die Implementierung gegangen. Das Ergebnis war, dass, wenn man das jetzt als Business Case aufzieht, dass von den aktuellen Prozesskosten durch die Prozessoptimierung und die Digitalisierung Einsparungen im Bereich der Prozesskosten unter Berücksichtigung der Investitionskosten in der Größenordnung von 20% pro Jahr tatsächlich realisiert werden konnten. Gut, ich habe als Beispiel hier ein Projekt, was im Januar dieses Jahr live gegangen ist. Ja, es handelt sich hierbei um ein relativ kleines Projekt. Hier sind wir von die Buchhaltung in das Projekt reingekommen. Als ein kleines Projekt, aber trotzdem illustrativ von, was wir häufig im Markt momentan vorfinden. Der Kunde ist ein mittelständisches Unternehmen im Business-to-Business-Wartungsdienstleistungsbereich für Anlagen, hat einen Umsatz von so circa 14 Millionen Euro pro Jahr und hat 70 Mitarbeiter im Dienst. Pro Jahr werden in der Buchhaltung so etwa 8000 Eingangsrechnungen verarbeitet. Jetzt klingt 8000 Eingangsrechnungen nicht wirklich spektakulär, aber wenn man die Rechnungen noch hauptsächlich manuell verarbeitet oder teilweise kommen die als PDF rein und werden dann ausgedruckt, dann liegen die Prozesskosten bei 8000 Rechnungen doch schnell mal im sechsstelligen Bereich. In diesem Fall konnten wir die Prozesskosten analysieren und wir haben 120.000 Euro pro Jahr an Prozesskosten identifizieren können in diesem Fall. Die Frage, die dann immer wieder hochkommen, ist, sind eigentlich von, was kostet mir eine Eingangsrechnung eigentlich bisher? Das ist eine Frage, die die wenigsten Unternehmen beantworten können. Aber auch, was lässt sich durch die Automatisierung und Digitalisierung eigentlich einsparen? Was kostet das? Was ist mein ROI, Return on Investment am Ende? Und was muss ich in die Umstellung eigentlich berücksichtigen? Wo muss ich meinen Prozess noch anpassen, dass ich nicht ein schlechtes Prozess, wie der Herr Brunner schon sagte, digitalisiere und dann ein schlechtes digitales Prozess habe? Und am Ende von, okay, woran erkenne ich eigentlich ein geeigneter Dienstleister? Und welche Dienstleister passt am besten zu meinem Unternehmen? Das ist auch nicht so einfach, weil da mittlerweile Dutzende Anbieter auf dem Markt aktiv sind. Auch sehen wir oft, dass außer Kosteneinsparungen noch weitere Projektziele definiert werden. Zum Beispiel das Entlassen von Mitarbeitern wird immer wichtiger. Das Verschlanken und Beschleunigen von Prozessen, aber auch das Vermeiden von Fehlern, Eliminieren von redundanten Prozessschritten etc. etc. Aber das alles immer natürlich unter die Voraussetzung, dass die Investitionskosten überschaubar bleiben. Die Lösung sollte nicht überdimensioniert sein, aber trotzdem ausreichend skalierbar, damit er in der Zukunft auch noch vernünftig bearbeitet werden kann.
um zum Beispiel all diese Fragen zu beantworten, was die Rechnungsverarbeitung aktuell kostet und ob die Prozesse vernünftig digitalisierbar sind, müssen wir in dieser ersten Phase eine wirklich detaillierte Beschreibung von allen Prozessschritten machen und diese Prozessschritten dann auch bewerten. So eine detaillierte Beschreibung sieht dann so ungefähr aus, wie in dieser Folie. Ja, es wird dann ganz klar, wo die Schwachpunkte in der schnell klar, wo die Schwachpunkte liegen. Ja. Man findet Medienbrüche, redundante Schritte. Man sieht oft Rechnungen, die jeden Monat nahezu gleich sind für PKWs oder für Telefone etc. Und die werden trotzdem jeden Monat wieder von 2 bis 3 Leute genehmigt. Warum wird das gemacht? Die Fragen muss man sich stellen letzten Endes. Ja. Nur mit einer detaillierten Prozessaufnahme können wir einen Lösungsansatz definieren. In unserem Fallbeispiel zum Beispiel haben wir die Prozesskosten deutlich vereinfacht und unsere vorgeschlagene Lösungsansatz, die wir erarbeitet haben, wurde von den Kunden 100% übernommen. Das Resultat? Nach 6 Monaten, nach Abschluss der Testphase, ist, dass wir die Prozesskosten, das ist auf die nächste Folie zu sehen, nahezu halbiert haben. Ja? Nach Abzug von der einmaligen Investierung in eine Softwarelösung und Training und andere Setup-Kosten konnten wir eine Reduzierung von Prozesskosten von 56% messen. Ja? Der ROI von diesem Projekt lag unter 4 Monaten. Die Wahl, um das zu implementieren, war eigentlich recht einfach. Die Zeit davon pro Rechnung ist von durchschnittlich 15 Minuten pro Rechnung über alle Schritte reduziert worden auf 5 Minuten und alle Mitarbeiter wurden deutlich zeitlich entlastet hiermit. Die Prozesse sind auch im Grunde 3-mal schneller geworden. Nach 6 Monaten konnte man eine von diesen Mitarbeitern teilweise schon im Einkauf einsetzen, die früher in der Buchhaltung gearbeitet hat. Mittlerweile werden 85%, das ist nur nach 6 Monaten, im ersten Schritt alle Eingangsrechnungen schon automatisiert verarbeitet. Ein Teil hiervon wird auch schon als eine Dunkelbuchung durchgebucht. Der Kunde ist wirklich sehr zufrieden damit und das Prozess hat sich sehr krisenfest bewertet während der Corona-Zeit. Ziel ist Ende vom Jahr, ein Viertel von allen Eingangsrechnungen zu 100% automatisch zu verarbeiten und als Dunkelbuchung und 2021 soll schon die Hälfte als Dunkelbuchung verarbeitet werden. Okay. Gut, wir kommen jetzt dann langsam schon zum Schluss. Was haben wir Ihnen jetzt gezeigt? Wir haben aufgezeigt, welche Probleme typischerweise im Zusammenhang mit operativen Prozessen auch in der Krise immer wieder auftreten. Wir haben unseren Bezugsrahmen vorgestellt, wie wir vorgehen bei der Prozessoptimierung und wir haben Ihnen 2 Fallbeispiele vorgestellt. Zum Schluss möchten wir Ihnen jetzt noch ein paar Handlungsempfehlungen oder Hinweise mit auf den Weg geben. Wie können Sie in Ihrem Unternehmen vorgehen? Wie können Sie die ersten Schritte auch in Richtung einer Digitalisierung oder gar digitalen Transformation vorantreiben? Und diese Schritte entsprechen auch im Wesentlichen dem Vorgehen, das wir in unseren Projekten immer an den Tag legen. Und da ist sicherlich der erste Schritt, ein Prozessaudit vorzunehmen. Das heißt, wie sehen die Ist-Prozesse aus? Analysieren Sie alle Daten, die Sie zur Verfügung haben oder die Sie sich beschaffen können, die im Zusammenhang mit Ihren Prozessen stehen, beispielsweise Anzahl von Lieferanten, Anzahl von Bestellungen, Ausgabenvolumen in verschiedenen Kostenkategorien. Dokumentieren Sie Ihre Prozesse, so wie sie im Augenblick sind und machen Sie das auch aus verschiedenen Perspektiven, wie auch hier durch das Bild, durch die 360-Grad-Betrachtung angedeutet ist. Wenn Sie das gemacht haben, dann fällt es auch nicht schwer, wenn Sie auch beispielsweise an die Checkliste, die ich erwähnt habe, ganz zu Beginn unseres Online-Seminars, die ersten Schwachstellen zu identifizieren. Wo sind gegebenenfalls auch Low-Hanging-Fruits? Was sind Quick-Wins? Sie können dann anhand der Schwachstellen, die Sie identifizieren, auch priorisieren und eine Matrix, wie sie hier abgebildet ist, darstellen. Das heißt, was ist kurzfristig zu realisieren, was braucht länger und welchen Kosteneffekt haben unter Umständen auch die unterschiedlichen Maßnahmen und ganz wichtig, welcher Aufwand steht dahinter. Wir finden immer pragmatische Ansätze, gerade am Anfang einer Betrachtung sehr hilfreich, nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern wirklich auch eine sinnvolle Aufwand-Nutzen-Relation zu betrachten und da ist so eine Matrix sehr hilfreich. Als nächster Schritt kann man dann ausgehend von dieser Matrix Handlungsfelder festlegen, diese eben erwähnten Quick Wins oder Low-Hanging-Fruits tatsächlich auch schon realisieren.
was sehr schnell geht und was oft überraschende Effekte, auch Kosteneffekte haben. Und es ist ein idealer Ausgangspunkt, auch eine Roadmap zu erstellen für die Digitalisierung Ihrer Prozesse und auch gar für eine digitale Transformation. Ja, falls Sie nicht 100% sicher sind, womit Sie am besten anfangen können, haben wir für Sie ein Angebot. Es ist ganz pragmatisch eine Art Starthilfe. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Ja, wo liegen meine Prioritäten? Wo liegen meine Schwachstellen? Wo starte ich am besten? Die Fragen werden wir für Sie beantworten, gemeinsam mit Sie beantworten. Und wir bieten Ihnen an, Ihre Prozesse zu analysieren, diese Schwachstelle zu identifizieren und gemeinsam mit Ihnen erste Empfehlungen zu erarbeiten, womit Sie am besten starten können. Ja, für eine schnelle Starthilfe für die Digitalisierung Ihrer administrativen Prozesse können wir Ihnen gerne unterstützen. Für einen Festpreis von 4.990 Euro bieten wir Ihnen das an und Sie bekommen eine Antwort auf diese Frage, die ich gerade erwähnt habe. Ja, das war es eigentlich schon von unserer Seite. Falls Sie noch Fragen haben, beantworten wir Sie gern. Auf die nächste Folie sehen Sie unsere Kontaktdetails und ich gebe dann gern zurück an der Herr Volker Worner. Ich weiß nicht, ob es schon Fragen gibt, Volker. Wenn ja, dann beantworten wir die sehr gerne. Ja, da bin ich wieder. Ja, in der Tat gibt es Fragen und die beziehen sich jetzt auch direkt auf das, was ihr gerade angeboten habt, nämlich wie viel Aufwand steckt denn in so einem Audit? Was muss ein Interessent, ein Kunde dafür leisten? Okay. Thomas, möchtest du die Frage beantworten? Mag ich das? Du kannst gerne beginnen, Bert. Ich ergänze. Okay, gut. Ja, wie der Herr Brunner schon sagte, wir fangen an mit einer Prozessanalyse. Wir können das auf diesem Moment, in diese Zeiten, das hat sich die letzten Monate gut bewiesen, sehr gut über Team-Sessions abbilden. So wir erwarten vom Kunden eigentlich natürlich Basisdaten aus einer Buchhaltung, damit wir jedenfalls ein Mengengerüst aufstellen können. Wie viele Einkaufsaufträge laufen pro Jahr? Wie viele Lieferanten? Was ist die durchschnittliche Größe pro Auftrag? Welche Produkte werden eingekauft? Mengen? Stückzahlen, das sind alles quantitative Daten, die wir ohne Probleme aus der Buchhaltung ziehen können. Und nachher finden die Gespräche anhand von Teams, Workshops oder auch vor Ort, wenn es sein muss, finden dann statt. Ja. Okay. Der Aufwand ist immer sehr individuell auch zu sehen. Es hängt vom Kunden ab, von der Unternehmensgröße. In unserem Modul haben wir mal so einen gewissen Aufwand auch enthalten, um den Überblick oder den ersten Schritt zu tun. Ansonsten hängt es immer sehr stark auch vom Bedarf tatsächlich ab. Okay. Nächste Frage, die reinkam. Es wurden von 20% im ersten Beispiel und 56% im zweiten Beispiel Einsparungen oder Verbesserungen gesprochen. Wie messen wir das? Wie messt ihr das? Wie werden Prozesskosten gemessen? Ja, die Frage ist natürlich nicht so ganz pauschal zu beantworten. Das ist ein schwieriges Thema. Ich meine, wenn wir Unternehmen fragen, wie bewerten Sie eigentlich Ihre Prozesskosten, dann bekommen wir komplett unterschiedliche Antworten. Ja, so wir fangen erstmal an, die Prozesskosten in Detail zu analysieren. So wie ich vorhin zeigte, machen wir eine sehr, sehr detaillierte Aufnahme von das Prozess, eine komplette Prozessbeschreibung. Und hierin legen wir alle aktuellen Prozessschritte fest, ja, zeigen darin auch, welche Funktionen sind da damit bezogen, was kosten diese Funktionen pro Stunde, pro Tag, pro Woche. Und letzten Ende bekommen wir dann die Prozesskosten pro Stunde oder pro Minuten ausgewiesen. Ja, wir müssen diese Schritte wirklich in jedem Projekt gehen, weil die essentielle Frage, die am Anfang da stehen, von was kostet mir momentan ein Auftrag, auf dem Moment, dass ich einen Auftrag platziere, bis dass er bezahlt wird. Oder was kostet mir eine Eingangsrechnung, um das zu verarbeiten? Und was können wir mit der ganzen Digitalisierung einsparen? Können wir eigentlich nur beantworten in einem Business Case. Und dazu müssen wir eine Prozesskostenbewertung machen. Okay. Hast du da noch was hinzuzufügen, Thomas? Ja, also ich kann es vielleicht nochmal ergänzen und also wir sehen uns sehr wohl an, in welchen Unternehmensbereichen werden welche Tätigkeit mit welchem Zeitaufwand durchgeführt und wir bewerten das dann anhand der verschiedenen Parameter oder Dinge, die da relevant sind. Sei das Stundensätze, sei das Personalkosten, die damit einfließen und dann kriegen wir eigentlich eine sehr saubere Ausgangsbasis. Wir sehen uns gegebenenfalls auch sowas an wie und beziehen das in die Betrachtung ein, fallen Überstunden.
Kunden oder Ähnliches an? Sind die Ressourcen ausreichend oder was für Aspekte auch immer damit reinspielen? Und wir stellen dann auch später, wenn wir einen Sollprozess identifiziert oder erarbeitet haben und gegebenenfalls eine digitale Unterstützung natürlich auch ist und zukünftige Kosten gegenüber, und so ergibt sich dann der Business Case. Okay. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Da kommt eine andere Frage rein. Das ist die Frage nach der PDF-Rechnung. Das ist von dir, Bert Kuipers, angesprochen worden. Der Unterschied zwischen E-Rechnung, PDF-Rechnung. Die Frage zielt dahin, wir haben PDF-Rechnungen. Ist das schon digital genug? Was bedeutet das? Oder gibt es da einen Unterschied zur vollständigen E-Rechnung? Ja, das ist allgemein, das passiert oft, dass wir zu Kunden ansprechen und sagen, ja, wir haben unsere Rechnung oder alle schon aus PDF, so unser Rechnungsprozess ist digitalisiert. Aber was da passiert ist eigentlich, dass ein PDF, was eigentlich nicht mehr Art ist als ein Bild oder ein Foto von einer echten Rechnung, wird von Bildschirm nach Bildschirm durch das Unternehmen geschoben. Wenn ein PDF dann direkt aus dem System generiert wird, dann können die Daten von das PDF meistens noch eingelesen werden, ohne Probleme, aber man braucht immer diese Sichtkontrolle noch am Ende. Eine E-Rechnung ist was ganz anderes. Eine E-Rechnung ist auch ein PDF, ja, damit man sehen, was man bekommt als Rechnung. Aber zusammen mit dieser PDF-Rechnung wird ein kleiner Datensatz mitgeschickt. Und in diesem Datensatz, das ist ein bestimmtes Format, das kann ein X-Rechnungsformat oder PDF oder Zugwertformat sein, die werden dann automatisch, vollautomatisch verarbeitet, fehlerfrei. Die brauchen nicht mehr kontrolliert zu werden. So, das kann man wirklich komplett automatisieren, so ein Prozess. Bei einer PDF-Rechnung ist meistens noch eine manuelle Sichtkontrolle notwendig und kommt man nicht zu einer vollständigen Automatisierung. Das sind so quasi die Unterschiede zwischen einer PDF-Rechnung und einer E-Rechnung. So, okay. E-Rechnung ist wirklich die Königsdisziplin, die können komplett automatisiert verarbeitet werden. PDF-Rechnung ist meistens noch manuelle Arbeit involviert. Okay. Mhm. Ja, eine Frage kommt noch rein, da geht es nochmal um den Procure-to-Pay-Prozess. Das wurde von euch wohl angesprochen, dass er sehr generisch sei. Lässt er sich denn auf jedes Unternehmen anwenden? Ja, da gehe ich gerne mal drauf ein. Wir haben ja in unserem Bezugsrahmen den Procure-to-Pay-Zyklus aufgezeigt und natürlich ist es generisch. Ich hatte ja erwähnt, dass ja sich da die wesentlichen Schritte, die in einem Einkaufs- oder Einkaufsvorgang auftauchen, sind da enthalten. Unser Procure-to-Pay-Zyklus, der ist natürlich so ein bisschen visionär und auch idealtypisch, aber für uns ist es wichtig, das zunächst mal so als Ausgangspunkt zu haben und dann natürlich mit dem abzugleichen, was finden wir tatsächlich im Unternehmen vor. Im Wesentlichen finden wir die Schritte vor, möglicherweise in einer anderen Reihenfolge. Und unsere Zielsetzung ist es, jetzt nicht diesen generischen Zyklus dem Unternehmen sozusagen überzustülpen, sondern uns geht es immer darum, einen individuellen Zyklus zu finden und den gegebenenfalls dann auch abzuspecken und an die Bedürfnisse des Unternehmens anzupassen. Das heißt, wir diskutieren in der Regel anhand unseres generischen Bezugsrahmens, kommen dann aber sehr schnell in eine individuelle Ausgestaltung für den Kunden, der auch zunächst mal sehr pragmatisch sein kann. Ich habe es vorher erwähnt, unser Ansatz ist nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, sondern wir wollen tatsächlich eine gesunde und sinnvolle Aufwand- und Nutzenrelation zu haben und über unseren Prozess auch sicherstellen, dass es einen individuellen Kundenprozess später gibt. Insofern werden wir diesen Zyklus immer an den Kunden anpassen und das ist letztendlich nur der Ausgangspunkt der Diskussion. Okay, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Ich habe jetzt an dieser Stelle keine weiteren Fragen. Wenn jetzt noch was von Ihnen reinkommt, dann bitte jetzt. Ansonsten, ich hatte eingangs erwähnt, wir haben bereits drei Themen in dieser Form vorgestellt. Dafür liegen auch die Aufzeichnungen der Online-Seminare vor. Die finden Sie auf unserer Webseite expensereduction.com. Es ging dabei um die Themen Supply Chain, Sourcing und Liquiditätsmanagement. Heute haben wir über operative Prozesse und Digitalisierung gesprochen. Und nächste Woche, am 28. Juli, folgt dann final das Thema Personalmanagement. Wie kann ich mit meiner Mannschaft jetzt den Neustart wagen? Was bedeutet das für meine Mitarbeiter? Wie kann ich mit mehr oder weniger Personal jetzt durchstarten? Das soll nächste Woche in dem Webinar abge-
oder aufgezeichnet werden. Und ja, wir würden uns freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder zuschalten. Ansonsten, nein, es gibt keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich bei den beiden Kollegen, Thomas Brunner, Bert Kuipers, für die interessanten Darstellungen. Wünsche allen noch eine wunderschöne Woche. Bleiben Sie gesund, genießen Sie den Sommer. Wir schwitzen hier bei fast 30 Grad in Wiesbaden gerade. Von daher, ja, vielen Dank in die Runde und ich beende damit die Aufzeichnung. Auch für mich. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.